Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier mal wieder bei der weiteren Folge StarCraft 2 in der Kampagne Legacy of the Void. Direkt im Anschluss der letzten Folge. Ja, wir haben in der letzten Folge die Mission beendet, wo wir ein bisschen getrödelt haben, weil wir einfach Spaß dabei haben oder weil ich Spaß dabei habe, sowas mal vernünftig zu spielen, ein bisschen runter zu spielen, auch mal ein bisschen langsamer zu spielen. Ja, in der letzten Folge haben wir uns noch nicht so um die Gespräche gekümmert. Das werden wir in dieser tun. Und wir wollen natürlich weiter unser Solarit farmen, welches wir aber momentan gar nicht gebrauchen können, weil es momentan sich nicht lohnt. Der Schlüsselstein Wenn der bringt, glaube ich, auch Schlüsselstein nichts. konzipiert wurde, Informationen über seinen Herkunftsort zu enthalten, dann müssten diese in einer universellen Sprache verfasst sein, die jede Kultur verstehen kann. Ne? Solche Ansätze gibt es ja auch. Ja, ne? Das so zu entwickeln ist gar nicht so schwer. Eher so einen Schlüsselstein zu haben, das ist eher das Problem. Nicht die Technik, dass jeder das verstehen kann. Wir wollen natürlich die Gespräche fortführen und dann in die Mission uns reinstürzen. Solarit können wir gerade noch nicht benutzen, weil wir einfach nichts haben, wofür es wirklich gut sich lohnt momentan. Aber hey, jetzt reden wir erstmal. Seit wir hier angekommen sind, reagiert der Schlüsselstein seltsam, als wenn er mit den Energien unter uns in Verbindung stünde. Energien unter uns? Ja, dieser Ort strömt leeren Energie aus. Ich glaube, dass er ein Übergang zwischen Dimensionen ist. Und der Schlüsselstein? Er scheint die Energie zu absorbieren. Dies folgt einem ganz anderen Schema als die Informationen über den Herkunftsort. Als wäre der Schlüsselstein für einen zweiten Zweck neu konfiguriert worden. Hoffen wir, dass uns die Xel'Naga selbst die Wahrheit enthüllen werden, nach der ihr sucht. Oh, hoffen wir auch, ne? Sonst hätten wir Eure Probleme. Krieger erwarten euren Befehl. Nice, wir haben eine neue Zuweisung. Die Kampfschiffe sind angekommen und warten darauf, inspiziert zu werden. Die Himmel warten. Die Fähigkeit Gravitationsschall bereitet zwei Feinde einer gleichzeitig für gleichen einer ohne Chance. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Die Das ist Himmel natürlich warten. ziemlich krass, wenn man sie in die Luft wirft, aber ich würde trotzdem die Corsa nehmen, weil das Hindern an Angreifen ist sogar noch ein bisschen stärker, würde ich mal meinen. Und sonst ist ja dasselbe, einfach nur sogar Flächenschaden an Lufteinheiten ist auch praktisch. Da brauchen wir Die nicht ganz Himmel so viele warten. von denen. Die sind natürlich auch ziemlich stark, auch generell gegen Gegner, aber sie bringen halt auch nicht ganz so viel, finde ich. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Nehmen wir erstmal die hier rein. Ja, wir haben noch eine neue Diese Wächter Zuweisung. haben sich unserer Armee angeschlossen, Hierarch. Es scheint, als wären sie gewillt, euch zu dienen. Für den Moment. Wo Ah, werden nice. wir gebraucht? Bringt leider nicht ganz so viel. Ich bin zurückgekehrt. Da brauchen wir das leider nicht. Und hier haben wir das noch nicht. Ist halt immer noch krass, aber bringt auch nicht so viel. Behalten wir das bei denen. Ja, das reicht auch schon. Gehen wir weiter. Und ein neues Gespräch mit Woranzu. Amons Streitkräfte waren vor uns hier. Der Tempel könnte sich bereits unter seiner Kontrolle befinden. Teratul glaubte, dass die anderen Xel'Naga hier ruhen und dass sie uns helfen würden, Amon zu besiegen. Sie könnten diesen Krieg beenden und damit meinem Volk seine Freiheit wiedergeben. Warum haben die Xel'Naga uns dann nicht geantwortet? Ich werde mich allein in den Tempel begeben, Matriarchin. Ich will nicht noch mehr Leben riskieren. Ihr setzt euer Leben aufs Spiel im Vertrauen auf die Worte eines Verräters. Er tötete eure Mutter, Woratun. Das ist wahr. Doch war er niemals ein Verräter? Ich sehne mich nicht nach dem Tod. Mein Ziel ist es, Zeratuls Vision zu erfüllen. Ihr werdet zurückkehren. Dessen bin ich mir sicher. Ja, keine Ahnung. Echt so sicher? Okay, wenn du meinst. Wir werden jetzt die Mission starten. Woratun, ich weiß nicht, was mich dort unten erwartet, nur dass ich allein gehen muss. Ihr habt jetzt das Kommando über die Speer des Adun. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr, Tanis.
Nice. Gehen wir rein. Nützlich, so eine Waffe, die gleichzeitig eine Lichtquelle ist. Terratul? Shakuras? Die Königin der Klingen. Das Schicksal scheint uns zusammenzuführen. Wir sollten es nicht weiter herausfordern. Interesting. Kerrigan ist wieder da. Habe ich schon vermutet. Aber das Einzige, was mich hier stört, warum ist Kerrigan wieder so schwach? Die Schreine nennen diesen Ort den Tempel der Vereinigung. Die Xel'naga sind irgendwo im Inneren. Bisher bin ich nur auf Hybriden gestoßen. Tagelang kämpfe ich schon gegen sie. Ich komme nur langsam voran. Die Prophezeiungen sprechen von zwei aufgestiegenen Spezies, die gemeinsam die Hallen der Offenbarung aufsuchen. Nur in Gegenwart beider werden die Schreine preisgeben, wie die schlafenden Xel'naga erweckt werden können. Ich konnte Prophezeiungen noch nie leiden. Und doch sind wir trotz unserer Vergangenheit hier gemeinsam. Vielleicht solltet ihr eure Meinung ändern. Interesting, interesting. Also müssen wir mit Atalis ziemlich viel Schaden machen. Astralwind. Brechen wir zum Schrein auf. Und wir müssen hier mit Kerrigan Derslinger schaffen, sie zu töten. Harak in Vajash. Die Zukunft gehört uns. Gemeinsam. Deine Königin hört dir zu. Es sieht so aus, als würde dieser Tempel von Wächtern beschützt. Unser Weg ist... Halt! Spürt ihr das? Eine große Macht regt sich in diesem Konstrukt. Reinheit der Form. Reinheit der Wesenheit. Beweist eure Stärke. Bleibt in meiner Nähe, Kerrigan.
Meine Psi-Fähigkeiten können unsere Wunden heilen. Gemeinsam sind Stärke durch Einheit. Achso, die reden die ganze Zeit, aber manchmal passiert auch nichts. Gehört uns. Die Dämmerung naht. Ja, die Konstrukte haben also die Schlüssel. Gut zu wissen. Fahren wir fort. Ganz besorgen. Große Verlier keine Zeit. Harak! Ich schenke dir meine Augen. Diese Objekte geben Solarenergie ab. Wir sollten sie einsammeln. Nice. Unser Wissen ist euer Erbe. Hey, das war doch gerade ein Zellnager, der gesprochen hat. Was willst du? Ich bin der Schwarm. Vorsicht, Hybriden! Wagt. Wir werden... Deine Königin hört jetzt. Sprich. Meine Suche geht weiter. Unsere Bestimmung wartet. Unser Weg ist... Ich glaube nicht, dass wenn das so weitergeht, dass ich alle Einheiten nutzen kann. Noch ein Konstrukt. Wir müssen es zerstören, um das Tor zu öffnen. Ich schenke dir meine... Die Dämmerung. Ja. Große Veränderungen stehen uns bevor. Ein kühner Plan. Wir dürfen nicht zweifeln. Erkläre dich. Wir werden... Verlier keine Zeit. Unsere Bestimmung. Harak. Ah, schöne Berstlinge. Ein Schlüssel fehlt noch. Von der anderen Seite dieser Schlucht geht eine mächtige Energie aus. Kerrigan wartet hier. Ich muss der Sache nachgehen. Große Veränderungen stehen uns. Dann geh ich einfach da hoch. Sprich. Kerrigan, das Konstrukt hat es auf euch abgesehen. Große Veränderungen stehen uns bevor. Deine König. Wir werden obsiegen. Ja. So. Easy. Auch noch geschafft. Durch Einheit. Ein kühner Plan. Ich weiß zwar nicht, wie diese Person, wie das Wärsling da hingekommen ist, aber hey, ne, weiter geht's. Wartet. Warum hat Tatanis eigentlich immer noch so wenig Schild? Stehen uns bevor. Was ich hätte mit Kerrigan ein bisschen vor. Ah, okay, doch nicht. Wir werden obsiegen. Mal schauen, wie viele Feinde gleich kommen werden. Weil wir müssen ja anscheinend ziemlich viel Schaden und ziemlich viele Feinde töten. Oder ist das wirklich einfach nur eine schwere Mission? Das Glück ist uns hold. Der Schrein funktioniert noch. Sehr gut, er sammelt Energie. Er sollte in Kürze aktiv sein. Aber ich glaube, derzeit werden wir angegriffen. Freunde von dir? Nicht ganz. Es scheint, Amons Truppen haben einen Weg in den Tempel gefunden. Wir müssen sie alle töten. Langsam nicht leichter als das. Herz, Artanis. Verlier keine Zeit. Sprich. Stärke durch Einheit. Deine Kü- Unsere Bestimmung. Harak in Bayern. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Ich diene mein... Die Wir werden obsiegen. Unser Weg ist vorgezeichnet. Ja. Große Veränderungen. Was willst du? Stärke durch Einheit. Deine Königin hört dir zu. Meine Suche. Die Dämmerung naht. Wir werden obsiegen. Gemeinsam sind wir. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Ich brauche. Harak! Verlier keine Zeit. Große Veränderungen stehen uns. Ich diene meinem Volk. Alles klar. Ja. Bringen wir es zu Ende. Dann können wir sehen, was dein Schrein uns Ernsthaft? Mitteilen will. Ernsthaft? Ein AP? Unsere Bestimmung wartet. Och Gott, was kommt denn jetzt? Ich verstehe nun. Die Xel'Naga waren die Ersten. Geboren in der Leere.
Ihre heilige Bestimmung war es, das Leben zu fördern und den ewigen Kreislauf fortzuführen. Bei der Entstehung eines Universums manifestieren sie ihr Bewusstsein in körperlicher Form. Die Zerstörung dieser Form zwingt sie zurück in die Leere. All die Zeit warteten sie darauf, dass wir den Schlüsselstein zusammensetzen und den Weg hierhin finden würden. Mein Volk ist von Amon besessen. Ikala macht sie zu seinen Sklaven. Doch er hat keine körperliche Form. Wenn er sich von den Templern lösen ließe, könnten wir ihn in die Leere verbannen. Komm schon, Artanis. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Aber dann müssen wir selbst in die Leere, weil er sonst wieder einfach zurückkommen würde, ne? Unsere Bestimmung wartet. Ein kühner Plan. Gehen wir. Unsere Feinde werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gezeichnet. Ihr hattet scheinbar recht. Also, wollen wir dann? Ich diene meinem Volk. Große Veränderungen stehen uns bevor. Harak in Vajash. Ja. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Wir werden obsiegen. Verlier keine Zeit. Stärke durch Einheit. Deine Königin hört dir zu. Unsere bestimmten Probleme. Hoffen wir doch mal, dass es zugehört wird. Wäre sonst bitter, wenn nicht. Ein kühner Plan. Aber hey, wir haben es geschafft bis hierhin. Wir dürfen nicht zweifeln. Scheinbar sind die Tal'Darin beschäftigt. Wir sollten sie angreifen, während sie die Konstrukte bekämpfen. Sprich. Die Dämmnaht. Was willst du? Gewagt. Machen wir den erstmal kaputt. Deine Königin hört die große Veränderung. Ja. Stärke durch Einheit. Harak in Vajash. Sprich, ich schenke dir meine Wir werden auf. Das wird doch schwierig, wirklich das alles zu meistern. Ich führe mit finde ich. Unsere bestimmt die Dämmerung naht. Die ganze Mission zu machen, unser Folge damit zu bekommen. Mich anzugreifen war ein großer Fehler. Verlier keine Zeit. Große Veränderungen stehen uns bevor. Harak in Vajash. Wir dürfen nicht zweifeln. Ey, wir müssen auch davon welche aufsammeln. Wo sind die denn? War einer hier? Unsere Bestimmung mal nachgucken. Wartet. Ich würde nur Safety First halt. Ich bin so weit gekommen. Dieser Weg ist ebenfalls verschüttet. Vorsicht! Hybriden! Die Zukunft gehört uns. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Was du heute kannst besorgen. Ich diene meinem Volk. Ein kühner Plan. Ernsthaft? Erkläre dich. Ja, verlier keine Zeit. Nice. Stärke. Das kann ich also nicht. Die Dämmerung nach. Erster Folgerung. Deine Königin hört dir zu. Unsere Bestimmung. Harak in Vajash. Das heißt, ich war einfach bisher nur blind. Wir dürfen ist das da drin? Möchte gerne halt die Erfolge bekommen mit den Solari, aber manchmal bekomme ich die einfach nicht. Unser Weg ist vorgezeichnet. Ich würde gerne wissen, wo man die findet. Ich führe mit Ehre. Anscheinend sollte man sich jetzt einfach darauf konzentrieren, dass wir weitergehen. Alter, Kevin hat echt viel Leben. Gemeinsam sind wir stark. Muss man einfach mal sagen. Die Zukunft gehört uns. So, next step. Ulna wird euer Grab sein. Jetzt drück doch die Taste. Sprich. Die Dämmerung naht. Ja. Manchmal reagiert man auf diese Tour nicht, brauche ich eine neue. Ah, hier. Unser Weg ist vorgezeichnet. Was? Stärke. Unser Vermächtnis ist eure Zukunft. Nett. Ich erkläre unsere. Verlier keine Stärke. Sie kämpfen gegen ein weiteres Konstrukt. Hört dir zu. Ich diene meinem Volk.
Ja? Die Dämmerung naht. Was willst du? Ich diene meinem Volk. Gemeinsam nice. Unsere Bestimmung. Das Konstrukt haben wir jetzt auch besiegt. Ein kühler Next Step. Plan. Große Veränderungen stehen uns bevor. Ja, muss ich Stück für Stück mal heilen. Gut, dass wir sehr viel, eine gute heile Fähigkeit haben. Das ist einfach so eine OP-Fähigkeit, ne? Harak in Vajash. Die ist so fucking OP. Unser Weg ist vorgezeichnet. Die Taldarim dringen in die Hallen der Offenbarung vor. Mach deine Klingen bereit, Templer. Wartet. Die Dämme. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Ich die. Ja. Harak. Wir werden stärker. Deine Königin hört dir zu. Ich die. Was willst du? Große Veränderungen stehen uns bevor. Unsere Bestimmung war. Große Veränderungen stehen. Erkläre dich. Ach, was wollen denn die Lappengegner bei uns? Verlier keine Zeit. Wir werden obsiegen. Stärke. Wir werden. So krass sind die als auch nicht. Wir scheinen eine Verschnaufpause zu bekommen. Du bist dran, Artanis. Als ob wir eine Verschnaufpause bekommen wären. Die Schreine sehen aus, als wären sie mit Piktogrammen überzogen. Woher weißt du, was sie sagen? Den Schrein zu lesen erfordert mehr, als nur Reliefe zu entziffern. Jedes Atom des Steins wurde sorgfältig und absichtlich platziert. Hier, von Ulna aus, erfüllten die Xel'naga das Universum mit Leben. Sie haben uns erschaffen. Genauso wie sie zahllosen Spezies in anderen Universen das Leben schenkten. Sie beobachten und identifizieren das Potenzial ihrer Abkömmlinge, mischen sich aber niemals in deren Entwicklung ein. Der ewige Kreislauf wird stets der gleiche sein. Zwei Spezies sind dazu bestimmt, sich als würdig zu erweisen. Eine von einer Wesenheit mit einem unnachgiebigen Willen zu gewaltigen Veränderungen fähig. Und eine andere von reiner Form. Kreaturen, denen enormes psionisches Potenzial innewohnt. Fähig, die Essenz der Xel'naga zu tragen. Also sind die Menschen jetzt einfach, also die Terraner in dem Fall, einfach die Lappen. Reinheit der Form und der Wesenheit. Die Zerg und die Protoss. Doch wenn sich die Xel'naga nicht einmischen, dann war es Armin, der meinem Volk half. Alles, was wir über die Xel'naga wissen, ist eine Lüge. Na los, Artanis. Wir müssen nicht mehr lange auf unsere Antworten warten. Es ist mies. Alles eine Lüge, was du über diese Xel'naga weißt. Dich, Armon. Ich glaube, das ist die letzte Halle. Halt. Das Tor ist offen. Die Konstrukte zerstört. Der Schrein wird angegriffen. Das kann nur Armons Werk sein. Wir zögern nicht länger. Niemand wird unsere Rettung vereiteln. Ich glaube, die Rettung ist schon zerstört, bevor wir anwesend sind. Ich diene meinem Volk. Schlagen wir uns zu dem Schrein durch. Gemeinsam sind wir werden obsiegen. Deine Königin hört dir. Große Veränderung. Die Dämmerung naht. Stärke durch Einheit. Ja. Meine Suche geht weiter. Jetzt nutzt die Fähigkeit mal. Ich gebe mir so auf die Nerven. Volk. Weiter geht's. Sind alle Tore wurden zwar zerstört, ne, aber hey, ne. Der dunkle Gott hat euren Tod gesehen, Kerrigan. Wir bringen ihn euch. Stärke durch Einheit. Krasse Ansage. Unsere Bestimmung wartet. Aber trotzdem lame, weil man es nicht. Zukunft. Das bringt dir die Ansage, wenn du trotzdem nichts machst. Siegen. Ja. Große Veränderung. Ich diene meinem Volk. Harak in Vajash. Wir dürfen nicht zweifeln. Gemeinsam sind wir. So, weiter geht's. Durch Blut und Feuer. Die sind alle wahnsinnig.
Ja, sind sie auch. Durch Armon halt, ne? Gemeinsam sind möchte man das denn jetzt vorhalten, dass Armon die Verwandten mit Wahnsinn bestraft? Mit Ehre. Warum können die das eigentlich, aber wir nicht? Gehört uns. Alter. Unser Weg einfach ist durchrennen. Schickt sie in den ewigen Abgrund. Unsere ich diene meinem Volk. Die Zukunft gehört uns. So. Next. Ich führe mit einmal Lappen. Oh, wir brauchen noch Solarit hier irgendwo. Scheiße. Gemeinsam. Jetzt nutzt es doch, Mann. Das müssen wir ja auch noch irgendwo finden. Ein kühner Plan. Dammit. Das ganze Solarit. Wo ist das? Die Zukunft gehört uns. Ich würde das gerne wissen. Unsere Bestimmung wartet. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Große Veränderung. Harak in Vajaj. Ich würde sagen, wir müssen erstmal nach hier. Ich führe mit Ehre. Ja, nice. Unsere Zukunft ist eins in der Leere. Nice, wir haben es doch noch geschafft. Das gefällt mir wirklich. Die Dämmerung naht. Weil das ziemlich nice ist, das ganze Solarit nebenbei mitzunehmen. Unsere Bestimmung wartet. Für Zeratul. Für Ajur. Euch erwartet nur Finsternis. Verlier keine Zeit. Die Dämmerung. Ja. Unsere Bestimmung wartet. So, next. Deine Königin. Wir werden obsiegen. Oh, der macht Schaden. Was willst du? Große Veränderungen stehen uns bevor. Ich führe mit Ehre. Ich schenke. Ich diene meinem Volk. Nice, wir haben es geschafft. Das war's. Hoffentlich rechtzeitig. Knöpf dir den Schrein vor, Artanis. Deine Götter schulden uns ein paar Antworten. Mehr. Ich denke, Armon hat alles manipuliert. Dort vor uns, in der Kammer des Aufstiegs, ruhten die Xel'Naga, während Zivilisationen emporstiegen, untergingen und erneut entstanden. Sie werden erwachen. Die beiden auserwählten Spezies eintreffen. Dann werden ihre Ältesten ihr Leben opfern, um ihre Essenz weiterzugeben. Und rein in Form und Wesenheit wird sie wiedergeboren, als Xel'Naga, einem Hirten des ewigen Kreislaufs. Schöpfer gegenüberzutreten. Der ist gut. Kommt! Die Kammer des Aufstiegs liegt vor uns und in ihr unsere Erlösung. Ich find's nervig, dass die anderen Geräusche so extrem laut sind und die Stimme so leise. Oh, eine nice Katze wieder. Du, sie
nicht so leicht zu brechen, Amon! Die Erstgeborenen fürchten euch nicht mehr! Interesting. $7,500 Schaden. Ah, hätte ich viel mehr machen müssen. Ja, egal, ist auch der schwerste Erfolg, glaube ich. Kann man sich ja irgendwann, falls ich irgendwann mal nochmal durchspiele, darauf konzentrieren. Aber hey, ne? Krass, krass, krass. Muss man einfach sagen, ne? Also, die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wie ist Amon da reingekommen in den Tempel und hat alle Zellnagel getötet? Wie? Gerade eben, bevor wir da waren oder schon zuvor? Das ist so die Frage. Und gleichzeitig, ne? Was bringt's ihm? Also ja, natürlich, er kann dadurch herrschen. Aber hey, ne? Also wie hat er das geschafft? Das ist, hoffentlich erklärt sich die Frage noch. Aber krass. Alle Zellnagel sind tot. Was machen wir? Wie geht's weiter? Das erfahren wir. Vermutlich weiterhin auf unser Lauf der Reise. Denn sie ist noch nicht zu Ende. Und nach diesem Ladesbildschirm geht es vermutlich entweder wieder eine Cutscene oder einfach nur ein kurzes Gespräch. Und dann sehen wir uns auch. Ah, Cutscene, oder? Matriarchin, die leeren Energie aus dem Tempel unter uns steigt drastisch an. Zielt auf das Epizentrum der... Haltet ihr uns für Narren? Ja, doch das ist unwichtig. Ich weiß, dass Amon ein Großteil geöffnet hat. Dunkle Energien entströmen ihm und werden euren teuren Anführer und jeden, der gegen Amon ist, vernichten. Ich kann euch zu Artanis führen, bevor ihn sein Schicksal ereilt. Mit etwas Mut können wir den dunklen Gott aufhalten. Soll ich etwa glauben, dass ihr mir nicht in den Rücken fallt, sobald ihr frei seid? Ihr vergeudet Zeit. Senkt eure Klingen. Ich bin Alarak, erster Aspirant der Tal'Darim. Amon hat mein Volk verraten. Ich sinne auf Rache. Und wenn euer Heerreich überlebt, wird er mir dabei helfen. Trefft eure Entscheidung. Ihr werdet uns zu Artanis führen. Sehr weise. Interesting. Wir haben eine neue Mission. Ich habe ein zusätzliches Verteidigungssystem aktiviert, Matriarchin. Bitte kommt bei Gelegenheit im Solarkern vorbei, um es zu konfigurieren. Ah, jetzt sind wir sozusagen die Matriarchin, weil hier unser Matriarch noch nicht anwesend ist. Ist gerade in der Falle. Aber ob wir ihn aus der Falle befreien oder nicht, oder wie das alles verstanden geht und was es mit ihm hier Alarak auf sich hat, das werden wir alles in der nächsten Folge erfahren. Also sieht man sich hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder bei einem anderen Projekt. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein. Oh, ja, Aufnahme sollte man noch beenden.